Ja, liebe Zuseher, es haben mich schon oft Leute gefragt um eine Erklärung dieses Kunstwerkes Geburt der Venus, und die möchte ich jetzt hier im Video ein bisschen geben. Und zwar habe ich mich sehr viel mit der Thematik der Venus von Willendorf beschäftigt, und da habe ich mir natürlich sehr viele Gedanken gemacht hier in der Wachau. Da, wo jetzt Weinbau und Obstbau und eben Marillenplantagen gibt, dass hier früher die Urtiere entlang gewandert sind an der Donau. Hier, wo wir jetzt sind, waren die Steinzeitmenschen, die eben diese Venus von Willendorf vor etwa 27.000 Jahren geschaffen haben. Und da macht man sich natürlich so seine Gedanken über die Entstehung des Lebens. Und deswegen habe ich hier bei diesem Kunstwerk Geburt der Venus diese Thematik genommen als Inhaltsangabe meines Kunstwerkes. Und zwar, wir beginnen hier ganz unten an der tiefsten Stelle des Kunstwerkes mit den ersten Spuren des Lebens überhaupt auf unserem Planeten. Hier sind Fossilien von Urwesen, von Bakterienkulturen, und das sind die ersten Fossilien, die auf diesem Planeten zu entdecken sind, von Leben überhaupt. Und dann geht das weiter in den Mittelteil, wo wir praktisch die komplizierteren Lebewesen abgebildet haben. Auch die ersten Nachbildungen von Höhlenmalereien aus der Steinzeit, so wie sie zu finden sind, zum Beispiel auch in der Höhlenmalerei von Lascaux und so weiter. Und es gibt ja auch eine sehr starke Querverbindung zwischen den Menschen der Steinzeit. Weil wenn man im Venusium nachsieht, dann sieht man aus ganz Europa bis nach Russland hinein verschiedene Formen von Venusfiguren, die alle ungefähr aus derselben Zeit entstanden sind und die alle eine weibliche Form, eine sehr voluminöse, vollgefüllte Weiblichkeit darstellen. Und das heißt, wir haben hier sehr starke Querverbindungen in der Steinzeit. Ich denke auch, dass die Leute sehr viel gewandert sind von einem Ort zum anderen und sich dann eben dort niedergelassen haben, wo die Bedingungen optimal waren. Und das waren sie wohl hier auch in Willendorf, weil es gibt wohl kaum eine schönere Landschaft als hier. Direkt hier am Wasser haben sich sicher sehr viele Urzeitwesen befunden, Mammut und so weiter. Es waren sicher auch viele Gefahren, vielleicht der Höhlenbär oder der Säbelzahntiger. So ganz genau kenne ich mich nicht aus. Ich könnte mich damit einlesen, aber ich habe mir das so vorgestellt, dass ich hier im Mittelteil eben so diese Höhlenmalereien nachmache. Und hier sind auch integriert echte Knochenteile vom Höhlenbären aus der Steiermark. Und hier sind auch Steinwerkzeuge der Urmenschen integriert in dem Kunstwerk. Und zwar, wenn man hier auf dieser Seite hinsieht, auf meiner Nachbildung der Höhlenmalerei des Mammut, dann sieht man in der Mitte so eine kleine Pfeilspitze. Den österreichischen Höhlenbären sieht man gleich dahinter, bei den Vorderhufen des Urzeitpferdes. Dann sieht man hier unterhalb von dem Granaten, und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen früher auch sich die Steine genau angesehen haben und haben da so schöne Formen gefunden, die sie auch aufgehoben haben, sieht man auch tatsächlich ein Stück vom Mammut. Hier, dieses Teil hier, das ist vom Malwerkzeug, also wie die Zähne des Mammut. Hier habe ich nachgebildet auch ein Mammut, nach einem Vorbild der Urzeit. Hier diese kleine Skulptur, die habe ich selber angefertigt mit weiteren Höhlenmalereien. Dann habe ich hier einen alten Scherben
den habe ich hier gefunden. Und zwar das von der Ortschaft, das könnt ihr nachgoogeln, das verrate ich hier nicht. Und zwar dort, wo der Name Österreichi, also Österreichi, also die Urform von Österreich, zum ersten Mal erwähnt worden ist. Und das ist eben ein Stück Keramik aus dieser Ortschaft, von einem Feld habe ich den gefunden, aus dieser Gegend, wo Österreich praktisch zum Leben erweckt wurde. Und hier sieht man dann noch Teile vom österreichischen Höhlenbär. Hier ein Handfußknochen oder Fußknochen hier. Und das ganze, die ganze Skulptur geht dann über in diesen Mittelteil, also in den oberen Teil, wo eben die Venus dargestellt worden ist. Und zwar, das ist eine 1:1 Nachbildung der Venus. Weil sie mit Rötel begraben oder beziehungsweise gefunden worden ist, habe ich sie rot angemalt in diesem Form. Sie kennen auch alle das Kunstwerk Geburt der Venus von Botticelli, wo eben die Venus entschwebt auf einer Muschel. Und das wollte ich hier eben, diesen Gedankengang von Botticelli hier auch ausführen. Deswegen heißt dieses Kunstwerk genauso wie das Kunstwerk von Botticelli Geburt der Venus. Und deswegen ist sie hier eingebettet. Links und rechts von der Venusfigur, von vorne betrachtet, sieht man auch Marillenkerne. Und die habe ich mit echtem Blattgold, so wie auch die Muscheln, mit echtem Blattgold vergoldet. Und ich habe oberhalb, sieht man, diese Teile des Hornes, die habe ich hier deswegen integriert, weil es eben bekannt ist, dass die Urzeitmenschen sehr oft das Knochenmaterial des Wildes verwendet haben, um eben Werkzeug, Schmuck und so weiter zu erzeugen. Und hier sieht man angedeutet die verschiedenen Kontinente der Erde, habe ich hier in einem wunderschönen Türkis gestaltet. Das ist echter Türkis, der ist allerdings aus Südamerika, dieser Türkisstein. Und die Kontinente habe ich eben aus Türkisstein geformt. Und jetzt bin ich wieder in einem wichtigen Punkt, dass viele Leute, die dieses Kunstwerk nicht, also betrachten, nicht wissen, dass ich in diesem Kunstwerk habe ich von jedem Kontinent der Erde Fundgegenstände eingearbeitet. Ich hatte Probleme damit, ein Fundgegenstand aus der Antarktis einzubauen, weil ich keinen Zugang habe zu irgendeinem Fundgegenstand aus der Antarktis. Aber ich habe einen Profitaucher kennengelernt, der eben in der Antarktis sehr oft tauchen war, und der hat mir dieses Membran überlassen. Diesen Membran hat er tatsächlich verwendet in der Antarktis, als er dort tauchen war. Und das heißt, ich kann jetzt belegbar sagen, dass ich von jedem Kontinent der Erde habe ich einen Gegenstand in diesem Kunstwerk. Man sieht auch hier ganz oben in dieser Skulptur, wenn man das von rückwärts betrachtet, ganz oben sieht man die Nachbildung eines römischen Rades, eines kupfernen Rades, eines der ersten Abbildungen. Also es gibt natürlich, das Rad gibt schon seit sehr, sehr vielen Jahrtausenden. Und oberhalb des Rades sieht man einen Diamantring. Ich wollte nämlich echtes Gold, echte Diamanten hier einbauen, und das ist mir, denke ich, hier ganz schön gelungen. Und was ist noch dazu zu sagen? Ja, im Nachhinein habe ich hier das Kunstwerk hier in der Vitrine geschmückt mit verschiedenen Fundgegenständen aus verschiedenen Kulturen. Hier das Horn eines Urzeitbüffels, hier römische Fundgegenstände, hier ein Trilobit, ein versteinerter Trilobit, hier das Teil vom Strand der Donau,
muss irgendeine Kiste gewesen sein oder irgendetwas. Dann waren hier am Wochenende Besucher hier und die haben mich gefragt wegen dieser Muscheln, die ich da eingearbeitet habe, diese feine Muschelstruktur, die hier ist, und haben mich gefragt, von wo die ist. Die ist vom Nexinger Muschelberg im Weinviertel. Und ebenso, was auch sehr, sehr interessant ist, diese Auster, die hier abgebildet ist, also nicht abgebildet, die hier drinnen ist, diese Auster, die habe ich gefunden in einem Feld bei Poisdorf. Ist das nicht der Wahnsinn? Heutzutage findet man in einem normalen Acker noch solche Fundgegenstände aus der Urzeit. Und jetzt muss ich etwas ganz, ganz Interessantes herzeigen. Und zwar diese Vitrine, ja, vielleicht kann der Kameramann das ein bisschen von weiter weg darstellen, wie groß diese Vitrine ist. Diese gepanzerte Vitrine wurde zur 100-Jahr-Feier der Auffindung der Venus von Willendorf angefertigt, und zwar nach Richtlinien des Bundesdenkmalamtes, weil eben an dem Fundtag vor 100 Jahren wurde eben, also an dem Feiertag, an dem 100-jährigen Feiertag, wurde eben die Venus von Willendorf, das Original, hier ausgestellt und am selben Tag wieder zurückgeflogen ins Naturhistorische Museum nach Wien. Und das ist mehrfaches Panzerglas hier. Und das Interessante ist, wenn man dieses Kunstwerk betrachtet, ja, dann ist das 50 mal 50 mal 50 im Quadrat. Und das ganze Kunstwerk habe ich in mehreren Teilen angefertigt, weil das habe ich hier hineingetan. Da ist wie ein Aufzug drinnen. Und durch diese kleine Tür, vielleicht kann man das aus der Nähe ein bisschen betrachten, das ist gerade mal so groß wie ein A4-Blatt, diese Tür. Und durch diese Tür habe ich praktisch dieses große Kunstwerk hinauf manövriert in diese Vitrine. Und zum Abschluss ganz oben sieht man noch eine Rakete, ein UFO und Schmetterlinge. Und zwar habe ich diese Elemente eingearbeitet in das Kunstwerk, so als Zeichen dafür, dass der Mensch, was unterscheidet den Menschen vom Tier? Einem Tier geht es um sein nacktes Überleben, um seine Ernährung, um die Fortpflanzung und so weiter. Aber der Mensch hat Träume, Visionen, Fantasie und so weiter. Und die Rakete und das UFO sollen ein bisschen so anzeigen, eben die Fantasie, den Schaffensdrang des Menschen, dass er eben immer neue Sphären erreichen möchte. Und der Mensch ist das erste Lebewesen, das praktisch die natürlichen Grenzen seiner Existenz durch seine Technologie überbrückt hat, der praktisch das Weltraum bereits erforscht. Und das hat bis auf ein paar Lebewesen, die zum Beispiel Fische waren, die plötzlich aufs Land raufgeklettert sind und dort Füße entwickelt haben, im Rahmen der Evolution, gab es sonst kein Wesen auf dieser Welt, das geschafft hat, wie der Mensch durch seine Fantasie, durch seine Leidenschaft, durch seinen Tatendrang und durch seine weise Voraussicht, praktisch hier etwas zu schaffen, das es ermöglicht, dass der Mensch in weitere Sphären aufsteigt und immer weitere Fantasien hat, wie alles funktioniert. Er möchte immer an die Grundsubstanz des Wissens und der Schaffenskraft kommen. Und das alles habe ich hier dargestellt in diesem meinem Kunstwerk Geburt der Venus. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich würde euch bitten um ein Thumbs Up in dem Video und ich würde euch bitten, das Video zu teilen, dass möglichst viele Menschen hierher kommen nach Willendorf und
nicht nur die Venus, nicht nur meine Venus-Skulptur hier betrachten, sondern auch die Fundstelle. Kann mir das auch noch ganz kurz herzeigen? Also wie gesagt, wir sind da in Wiendorf in der Wachau und das ist tatsächlich die Fundstelle der Venus. Die wurde hier bei Eisenbahnbauten, wurde sie entdeckt. Und da sieht man auch die verschiedenen Kulturschichten, die da gefunden worden sind. Und da oben die Kulturschicht 9, dort ist die Schicht, wo eben die Venus gefunden worden ist. Man hat aber weitere Kulturschichten gefunden, die weit zurückreichen noch. Also sehr, sehr interessant. Befasst euch ein bisschen mit dem Thema. Aus meiner Sicht ist die Venus von Willendorf die absolut wunderschönste archäologische Sensation, ungefähr 30.000 Jahre alt, 25.000 bis 30.000 Jahre alt, die jemals gefunden worden ist. Und vielleicht machen wir jetzt noch einmal einen Blick über diese wunderschöne Landschaft hier. Und da kann ich mir richtig vorstellen und erträumen, wie die Urzeitmenschen es hier genossen haben. So wie die Radfahrer jetzt. Vielleicht können wir die einfangen hier. Da gibt es natürlich den Donauradweg und die Schiffsfahrt. Und so wie damals genießen auch heute noch die Menschen hier diese wunderschöne Landschaft um Willendorf in der Wachau. Ich danke schön. Und man hört hier auch, da wird wieder geschaffen, da wird Holz gemacht für den Winter offensichtlich. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Thumbs up und verbreitet dieses Video. Herzlichen Dank.